Computer als aufzeichnen. Also, ich werde einfach davon ausgehen, dass es live ist. Lea, du guckst, ist sie gut aus? Ja, alles gut. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu unseren 20 Tage, 20 Lesungen. Es wird aus dem nagelneuen Buch und dann war es leicht gelesen. Heute Abend von der Kerstin Wolf, unserer Gast. Also bei mir ist sie in der oberen linken Ecke. Ich weiß nicht, wo sie immer bei euch. Kerstin, magst du Hallo sagen zu allen da draußen? Hallo? Kerstin hat mir gesagt im Vorgespräch, dass sie schon die ganzen Vorinterviews gelauscht hat, mitbekommen hat, wie der Ablauf ist. Also wir sind eigentlich super stark klar. Zum Kerstin kann ich sagen, sie ist jemand, den wir gar nicht so gut kennen. Sie ist zu uns gekommen in verschiedenen Webinaren und dann hat sie uns dazu begleitet bei dem Buchprojekt. Heute im Vorgespräch haben wir, glaube ich, das erste Mal so ganz richtig uns ausgetauscht. Aber ich kann sagen, Kerstin, ich habe deine Energie immer wahrgenommen, die ganze Zeit. Und es kommt mir so vor, als würden wir uns einfach ewig kennen. Also insofern wird es heute sicherlich ganz gemütlich gemeinsam. Lea wird gleich Kerstins Bio vorlesen und dann steigen wir in die märchenhafte Geschichte von Kerstin ein. Ich habe schon von Saskia gehört, das ist eine ganz besondere Form des Schreibens, ganz anders als alle anderen Geschichten im Buch auch. Und ich bin mega gespannt, wie das wird heute Abend mit deiner Geschichte, Kerstin. Genau, ich werde das einfach so ganz nach Schema machen, im Sinne von, dass ich wirklich die Bio lese, die auch im Buch dann abgedruckt sein wird. Und mein Herz schlägt aber natürlich schon für Kerstin, weil wir sind auch Berufskolleginnen. Ich war lange, lange Jahre Sonderpädagogin und da Kerstin macht dasselbe. Und danach werde ich dich aber noch fragen, Kerstin, was hat dich gezogen? Was war der Grund, warum du da einfach eingetaucht bist und Ja gesagt hast und ein Teil von diesem Projekt auch werden wolltest? Genau, aber zuerst zu Kerstin. Kerstin Wolf. Kerstin Wolf arbeitet als sogenannte Sonderpädagogin in der schulischen Inklusion. Immer stärker ahnend, dass der Kern aller Arbeit die zunehmende Erkenntnis des eigenen Eingebundenseins ins perfekt und unperfekte Leben ist. Besonders in der Natur, beim Singen und beim Zuhören, lässt sie sich immer öfter in die weit geöffneten Arme der Präsenz fallen. Mit Hunden und Büchern lebt sie in einem zumeist unaufgeräumten kleinen Holzhaus auf dem Land zwischen Paderborn und Höxter, dort, wo sich die Brüder Grimm einst Gute Nacht sagten. Und schon da, ganz poetisch, dieser Einstieg. Und ja, einfach noch einmal zurück zur Frage. Was würdest du heute sagen? Was hat dich da wirklich gezogen und angesprochen, um deine oder diese Geschichte zu teilen? Also, als ich das gelesen habe, dass ihr ein Buch machen wollt mit 3P-Berichten, fand ich das super. Völlig unabhängig davon, ob ich da mitmache oder nicht, hätte ich so ein Buch einfach total gerne gelesen. Und dann hatte ich im Sommer angefangen mit einem großen Projekt, habe ich sehr unbedarft angefangen. Ich wollte einen Roman mit 3P-Hintergrund quasi schreiben. Und das war mir aber dann doch ein bisschen sehr groß geworden. Und dann kam mir das sehr recht, eine Geschichte, also was sehr Überschaubares zu machen. Und dann dachte ich erst, ich mache nur so ein bisschen mit. Habe ich euch auch noch gefragt. Also mich interessierte vor allem der Kurs von Saskia. Weil Saskia hatte ich
in dem Deep Listening, was ihr mit Mavis gemacht habt. Mhm. Hatte ich Saskia in einer Runde als Partnerin und hatte auch gleich, ich meine, es ist in Deep Listening immer so, aber ich habe gedacht, boah, das ist ja eine tolle Frau. Mhm. Dass die dann da wieder auftauchte, ja, das passte wieder alles zusammen. Das war irgendwie perfekt. Ja, so ist es gekommen. Oh, sehr schön. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es dann nochmal so einen Roman, einen magisch schönen. Ja, das kann sein. Ich habe schon nächsten angefangen, aber jetzt mache ich gerade wieder noch was anderes. Aber es reift vielleicht vor sich hin. Weil ich finde das eine super Art, das so zu transportieren. Ja, allerdings, Lea, was du gestern gesagt hast, bei diesen Lesungen, dass natürlich noch Stimme und so transportiert wird, da ist ja noch mal was drin. Also das war für mich jetzt auch ganz besonders, diese Tage schon zu hören. Mhm. Das ist super. Ja. Unglaublich, oder? Dass man es einfach spüren kann. Dass die Worte, die plötzlich irgendwie verbindend und im Raum sind. Mhm. Ja. Schön. Also, deine Bühne. Und wir lehnen uns zurück und sind ganz gespannt. Ja, die Geschichte heißt Die drei magischen Ps, geschrieben PS, wie die Pferde stärken. Das wird später noch erklärt, warum die drei Ps auch viel mit Geschwindigkeit zu tun haben, warum alles sehr schnell ganz anders sein kann. Ja, die drei magischen Ps und die schönste Frau der Welt. Mein erster tiefer Einblick in den Inside-Out-Beauty-Salon des Lebens. Dieses ist eine wahre Geschichte, wie es märchenhafte Geschichten eben sind. Ich habe sie wirklich getroffen, die schönste Frau der Welt. Und jetzt schreibe ich erst ein bisschen, ich schreibe ein bisschen den Teil, der erst nachher, wenn ihr das Buch gekauft habt, zu genießen ist. Da legt ihr euch nämlich am Anfang in so eine magische Hängematte. Und das wird aber jetzt in dieser Version weggelassen. Und es geht weiter mit die Geschichte mit den drei magischen Ps fing so an. Es war einmal ein schottischer Schweißer mit sehr knapper Schulbildung. Der hatte plötzlich eine tiefe Erkenntnis. Auf 3P-isch Insight genannt. 3P-isch ist eine im Kreise dieses Verständnisses gesprochene Sprache, die durch einige sehr häufig verwendete Ausdrücke gekennzeichnet ist. Und Insight, also zu Deutsch Einsicht, ist einer davon. Der schottische Schweißer hatte in einem Augenblick etwas gesehen, das vorher für ihn unsichtbar gewesen war. Seine Welt war danach immer schöner und das Leben leicht und glücklich geworden. Als er tiefer schaute, sah er immer mehr. Er wollte allen davon erzählen, was er gesehen hatte. Er sprach zu den Leuten, wohl wissend, dass das, was er sah, nicht sagbar, nicht mit Worten auszudrücken war. So streute er hier und da ein, hört nicht auf meine Worte. Zudem ermunterte er dazu, auf das Gefühl zu achten. Tatsächlich verstand wohl niemand so recht, was er da eigentlich sagte. Aber die Menschen kamen wieder, um ihm zuzuhören und fühlten sich danach besser und besser. Geht nach Hause, nehmt das gute Gefühl mit und seid glücklich, sagte er. Und wenn sie nicht gestorben sind? Ja, tatsächlich sind viele, die ihn hörten, noch mehr als lebendig, tragen das gute Gefühl noch immer in sich und vermehren es, indem sie nun uns davon erzählen. Für mich fing die Geschichte ein paar Jahrzehnte später so an. Und dann erzähle ich ein bisschen meine Suche entlang der Ressourcen, die es so gab. Und komme dann schließlich an bei, als nächstes schaute ich bei YouTube. Dort tauchten dann nach und nach viele Gesichter der Drei-Prinzipien-Community auf. Junge und Alte, Schwarze und Weiße, Geschminkte und Ungeschminkte. Eines aber hatten all diese Gesichter gemeinsam. Ich fühlte mich gut in ihrer virtuellen Gesellschaft. Sie strahlten so eine Wohligkeit aus. Ja, es lag etwas Schönes in ihnen. Irgendetwas war da,
dem ich von unsichtbaren Fäden gezogen immer weiter folgte. Die Botschaften blieben für mich recht diffus, vor allem die Sache mit den sogenannten drei Prinzipien, den drei Ps. Vieles kam mir aus meiner Bücher-WG zwar irgendwie bekannt vor, aber so richtig erschlossen sich mir diese Prinzipien beim besten Willen nicht. So konnte ich auch niemandem erklären, mit was ich mich da eigentlich beschäftigte. Mein Umfeld war von mir gewohnt, dass ich mich mit wechselnden, mal mehr, mal weniger merkwürdigen Dingen befasste, aber diesmal war es besonders unbeschreiblich. Ein paar YouTube-Beiträge später tauchte Deep Listening, tiefes Zuhören, auf und damit Mavis Khan. Mavis war zum Zeitpunkt meiner Entdeckung 81 Jahre alt und zog mich sofort in besonderem Maße in ihren Bann. Ich guckte alles, was ich von ihr finden konnte. Das war allerdings überschaubar. Es gab keine Bücher von ihr, keine Webseite und eine E-Mail-Adresse, auf die stieß ich eher zufällig. Nachdem ich dann alle Beiträge mit Mavis mehrfach in mich aufgesogen hatte, streckte mir das Leben eines Tages völlig unerwartet strahlend ein Silbertablett entgegen. Darauf lag die Einladung zu einem vierteiligen Kurs mit Mavis, der am übernächsten Tag starten sollte. Das war eine Einladung, die ich nicht ausschlagen konnte. Morgens um 6 buchte ich diesen meinen ersten Drei-Prinzipien-Kurs. Fast zeitgleich mit meiner Freude tauchte allerdings die Befürchtung auf, dass ich da vielleicht etwas sagen müsste, und zwar auf Englisch. Der Kurs wurde dann nochmal um eine Woche verschoben. Viel Zeit für meine Befürchtungen, sich weiter aufzutürmen. An einem Donnerstagnachmittag um 17 Uhr war es dann soweit. Meine Gespanntheit, meine Angespanntheit und ich saßen gebannt vor dem Bildschirm. Ich war darauf gefasst, jeden Moment in eine Äußerungsnotwendigkeit katapultiert zu werden. Mavis aber fragte immer in die Runde und glücklicherweise fanden sich stets Redewillige. Die geistige Frische, mit der sie auf Fragen antwortete und etwas Passendes aus ihrem Leben erzählte, faszinierte mich. Ich schwelgte in ihrer Präsenz. Ich entspannte mich etwas, blieb aber vorsichtshalber bis zum Schluss auf der Hut. Es passierte dann ganz plötzlich, ein oder zwei Wochen später, ohne dass es sich für mich erkennbar angebahnt hätte. Und das ist der Cliffhanger. Das ist es wirklich. Ja. Warte mal, Kerstin, ich muss den Video wieder anpinnen. Gib mir eine Sekunde. Naja, wie komme ich dann wieder dran? Da. So, Ansicht wieder, Galerie. So, so schön, Kerstin. Und das, was du gerade beschrieben hast, kennen so viele von uns, die aus diesem Verständnis kommen. Das ist, was du sagst. Es gibt nicht genug Worte dafür, irgendwelche Worte dafür zu zeigen, worum es da wirklich geht. Aber was ich fühlte, während du gelesen hast, ist dein tiefes Sehen, Kerstin. Und ich hoffe auch, dass die anderen davon ein Gefühl bekommen haben heute Abend bei der Lesung. Und ich freue mich irre, deine Geschichte zu Ende zu lesen ab dem 1. Juli. Weil das wäre wirklich ein Cliffhanger. Lea, du bist auf Stumm noch. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nein, das wusste ich nicht. Ich musste auch schmunzeln und absolut. Und ich liebe Cliffhanger. Obwohl ich gehöre zu den ganz, zur ganz üblen Sorte, die letzte Seite des Buches liest. Die erste und die letzte. Mhm. Und dann mittendrin. Genau. Oh, und deine Liebe, deine Angezogenheit, dein Sehen in diesem Menschen, Kerstin. Ich glaube, Shelley und ich, wir können das so nachvollziehen. Mhm. Wir waren wie kleine Kinder, als wir das erste Mal mit dir sprechen durften. Mhm. Und
mit ihrer Bescheidenheit und Größe wirklich eine der verdammt schönsten Frauen der Welt. Ja, das war wirklich ein Wahnsinnserlebnis für mich. Das habe ich so noch nicht erlebt vorher. Mhm. Und das passiert dann immer plötzlich, ne? Plötzlich ist man in so einem Wahnsinnsding. Ja. Und das wird spannend. Da glaube ich, hast du ganz viele heute am Wickel. Was ist denn da mit Kerstin und Mavis passiert? Genau. Und das gibt die Auflösung am 1. Juli für alle. So, so schön. Vielen herzlichen Dank. Dann schließen wir auch ab. Kerstin war recht kurz und flott unterwegs, was so, so gut war. Und wolltest du noch was sagen, Kerstin? Ja, mir fällt vielleicht noch ein, euch habe ich auch ganz früh entdeckt. Und zwar habt ihr damals diese im Advent, wart ihr als Geschenke verkleidet. Oder ihr wart als Geschenke angezogen, sage ich mal. Stimmt. Das war auch für mich so eine Nummer, dass irgendwie war ich dadurch auch sehr angezogen. Ich habe alle Folgen geguckt, aber irgendwie war es strange, was da geredet wurde. Und das war ist genau das. Mhm. Ne? Man ist angezogen und man geht immer weiter rein und es entfaltet sich dann nach und nach. Mhm. Und ich danke dir so sehr, dass du das auch hervorhebst, weil ich glaube, manchmal ist das auch so irritierend, oder? Dieses verdammt, da ist was. Ja. Und was reden denn die? Also, und da waren wir ja absolut auch unzensiert unterwegs, oder? Wir waren philosophisch und wir haben wirklich uns auch ein bisschen darin gebadet und wir wussten einfach, es kann nur über das Gefühl gehen im Moment. Und dass du das so gut, so, dass es so spürbar war, das berührt mich gerade. Ja, aber die Einfälle immer umsetzen und dann ist es immer gut. Also, ja. Genau, diese Anziehung, sich in die Bahn ziehen lassen, gell? Kerstin, wie du es gemacht hast. Also, ihr Lieben, das war die heutige Lesung aus Und dann war es leicht. Morgen geht es weiter um 20 Uhr für 20 Minuten und zwar mit der Bettina Rahm. Heute habe ich tatsächlich vorher geguckt, wer als nächstes dran ist. Und wir freuen uns sehr darauf, dich, euch morgen zu sehen. Danke, Kerstin, nochmal und bis morgen. Vielen Dank. Tschüss miteinander. Tschüss. Kerstin, bleibst du noch kurz? Jetzt sieht man sicher.